Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania 3, Baculas Curse. Und ja, ich habe mal wieder spontan Lust, hier weiter aufzunehmen. Schlimme ist, das muss ich halt so machen, wenn ich nicht aus spontaner Lust hier aufnehmen würde, würde ich gar nicht vorankommen. Weil, ja, man muss halt auch bedenken, dieses Spiel macht einen wirklich fertig. So. Okay. Putsch. Und weg, 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 weg. So, wunderbar. Wir haben halt immer noch nicht von dieser Stage mal den Boss gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was war das weiteste, was ich gekommen bin? Ich glaube, das Ende dieses Raums war das weiteste, was ich bis jetzt erreicht habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, was danach kam. Okay. Okay, gut. Das ist überraschend gut gelaufen gerade. Hey, krass. So. Mist. Euer Fleisch? Ja, perfekt. Super. Ach ja, genau, die runterfallenden Blöcke, ich erinnere mich. Oh Gott. Okay, der Rabe ist natürlich ungünstig platziert. Oh nein. Seriously, musste ich jetzt echt den durchkriegen? Hätte ich den Zeitstopper einfach behalten können. Dieser Dolch ist echt so ungünstig platziert. Okay. Was zur... Wieso? Oh mein. Das ist so unfair. Wow. Okay. Jetzt auch wieder einer hoch. Oh je. Fuck. Doppelfuck. Wir haben den Boss erreicht. Hey! Das ist doch wohl nicht wahr. So. Ich möchte den Zeitstopp auf jeden Fall behalten. Wenn möglich.
okay. Der wird mir großartige Dienste leisten. Oh. Oh wow. Das heißt, wenn ich es schaffe, mal wieder so gut wie gerade eben voranzukommen. Das ist nicht der Fall. Komme ich nicht mehr runter, ne? Ich kann nicht mehr vernünftig sterben. Ramm sind auch irgendwie die einzigen Gegner, die sich damit töten, dass man, dass sie einen berühren. Wahrscheinlich haben die Spielentwickler selbst gemerkt, ja, also die Raben sind ein bisschen zu krank. Okay. Doof. Na gut. Beschissener Start. Übrigens, dieser Boss ist definitiv ein bisschen schwieriger als die vorherigen. Erstmal richtig kapieren, wie der funktioniert. Das Holy Water war mir eh egal. Was Pattern ist halt scheiße. Was ist eigentlich hier drin? Okay, nichts. Ja, gut. Leck mich doch. Gut. Das ist anstrengend. Oh, Mann. Meine Fresse. Hört auf, mir auf den Sack zu gehen. Es wird wieder nichts. Okay. Wow. Ich bin wirklich beeindruckt von mir selbst, dass ich es geschafft habe. So weit zu kommen. Gute Nachricht ist, dadurch, dass ich jetzt eh im im letzten Leben ist, macht es überhaupt nichts aus. Ich meine, ich muss es sowieso schaffen, den Zeitstopper gefühlt in die nächste Stage zu kommen. Das Einzige, was mich halt wirklich daran stört, ist jetzt die Tatsache, dass ich da natürlich jetzt keine entsprechenden Herzen habe. Das ist doch zum Kotzen. So.
Ist halt wirklich nervig, wenn man praktisch sich hier an der Stelle einfach nicht... Oh Gott, stimmt, ich habe ja die kurze Peitsche. Wenn man sich da einfach nicht ducken kann. So, komm her. Okay. Oh. Mann! Wieder so viel getroffen worden. Ich wünschte, es wäre nicht so. Oh, das war knapp. Ernsthaft. Sind halt alle meine Herzen da weg. Ich für den Zeitstopp benutzen könnte. So. Gut. Verdammt. Okay, halb so wild. Ich kriege jetzt hier Fleisch, wenn ich mich nicht dumm anstelle. Wird mich das nochmal voll heilen. So, perfekt. Besser als ich es erwartet hatte. Okay. Moment, das ist der Dolch, den will ich nicht haben. Okay. Ah. Ja, von mir aus. Okay. Nein! Ich bin nicht weit genug gewesen. Kann ich auf den Dolch mitnehmen? Ja, genau deswegen ist das eine Kackstelle. Ich meine, ich bin schon happy, dass ich da zweimal hingekommen bin, aber ich habe halt immer noch nicht den Erfolg, den ich mir wünschen würde an der Stelle. Ich habe zwar ungefähr verstanden, wie es jetzt geht. Ich muss echt sagen, das Schlimmste wäre halt wirklich, wenn die auf derselben Höhe spawnen können. Ich weiß nicht, ob das möglich ist.
kommst du. Okay. Ganz ruhig bleiben. Noch ist alles im Lot. Kann ruhig länger dauern. Ich möchte bloß nicht getroffen werden. Von mir aus. Okay. Mit dem Ergebnis bin ich vollends zufrieden. Okay. Mit dem Ergebnis bin ich auch vollends zufrieden. Gut. Jetzt kommt der schwerste Raum. Ah, verdammt. Okay. Ich habe den schwersten Raum mit dem vernünftigsten Ergebnis geschafft, das noch möglich ist. Okay. Das heißt, ich habe genug. Hier auch schon einen Zeitstopper zu benutzen. Perfekt. Puh. Gut, das hier ignorieren wir. Mist, das war nicht so gut. Okay. Sehr schön, mit der Axt bin ich zufrieden. Okay. Mist. Ah, verfickt. Wow, das war echt gemein. Wisst ihr, was passiert ist? Der Rabe hat eine Peitsche getroppt und deswegen habe ich sie jetzt nicht getroppt gekriegt. Oh Mann. Sehr schön. Ich habe wieder einen Hit kassiert, aber immerhin bin ich wieder beim Boss. Und zwar mit der Axt. Ich meine, die Axt kriege ich jetzt oder so, aber trotzdem. Oh nein. Ich darf das nicht. Ich darf nicht so aggressiv sein. Okay. Nein. Okay. Mist. Ich meine, gut, es ist scheinbar beim Boss eh egal, wie viel HP ich habe. Ich verliere ja sowieso bei einem Treffer alles. Aber trotzdem. Ich wäre richtig froh, wenn ich nicht auf diese Weise...
Mist. Ah, ich muss halt wirklich bis zum äußersten Block, das ist... Okay, gut. An der Stelle beenden wir wieder den Part. Wir haben den Boss erreicht, mehrmals. Was ein gutes Zeichen ist. Wir kommen vielleicht tatsächlich bald ans Ende dieses Levels. Wir müssen jetzt nur noch den Boss irgendwie lernen. Ich glaube, das ist auch der letzte Boss, den wir noch nicht kennen. Und danach haben wir zumindest alle Bosse mal gesehen. Ja, und beim nächsten Mal geht's dann... Wobei, ein Boss fehlt uns noch. Einen Boss haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Danach. Ja, jedenfalls das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und ciao.